Boah, Freunde! Crowdfunding-Tagebuch geht in die dritte Folge. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Die ersten beiden Episoden haben wir jetzt schon hinter uns. Und jetzt, heute in der dritten Episode, befassen wir uns mit der Frage, wie erschaffe ich das perfekte Pitch-Video für meine Crowdfunding-Kampagne? Denn das Video, machen wir uns nichts vor, das Video ist eines der essentiellsten Elemente einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne. Wird mir von allen Leuten immer wieder gesagt, Robert, das Pitch-Video muss richtig gut sein. Warum? Weil natürlich in dem Video es aus meiner Sicht viel, viel leichter ist, die Emotionen und die Vision rüberzubringen, die wir letztendlich erschaffen wollen. Und jeder, der auf so eine Crowdfunding-Kampagne kommt, guckt erst ein bisschen oben Bilder, scrollt ein bisschen Dankeschöns durch und wenn er dann auch nur annähernd in Erwägung zieht, da dabei zu sein, guckt er sich das Video an. Und wenn das Video kacke ist, dann geht er direkt wieder weg, der liest gar nicht die Texte weiter. So, und wenn das Video geil ist, aha, dann wird die komplette Seite unter die Lupe genommen. Das heißt, das Video ist so ein bisschen unser Türsteher, der überhaupt darüber entscheidet, ob jemand letztendlich unsere Kampagne weiter verfolgt oder nicht. Dementsprechend lass uns dieses Pitch-Video wuppen und lass uns das richtig, richtig geil machen. Und dazu habe ich so aus meinen bisherigen Erfahrungen, aus meinem bisherigen Feedback, was wir für unsere Crowdfunding-Kampagne bekommen haben, und aus all den Gesprächen, die ich mit erfahrenen Crowdfunding-Ninjas geführt habe, so mal die Essenz zusammengesammelt, worauf es bei einem guten Crowdfunding-Pitch-Video ankommt. Als erstes, es erzählt eine Geschichte. Es erzählt eine Geschichte. Wir Menschen lieben Geschichten. Wir wollen mitgenommen werden auf eine Reise. Das heißt, die einfachste Art und Weise, im Crowdfunding-Pitch-Video eine Geschichte zu erzählen, ist, wir werfen am Anfang ein Problem auf und präsentieren dann die Lösung. Wir sagen zum Beispiel, aha, kennst du das, diese Situation und jene Situation? Oder was ich früher für ein Problem hatte, war folgendes. Und dann dachte ich mir, es gibt nichts, um das zu lösen, also erschaffe ich es selber und hier ist die Lösung. Und das ist eine ganz simple, ganz einfache Problem-Lösung-Geschichte. Das ist so, es funktioniert nicht, da kommt der Held daher, löst die ganze Geschichte hier, lass uns das gemeinsam realisieren. Es ist ganz simpel, es ist jetzt nicht verzwickt, aber das brauchen wir. Denn wenn wir direkt mit der Tür ins Haus fallen, direkt sagen, also was mein Produkt kann, ist das, 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 dann denkt man sich so, ja, aber was juckt mich das? Deswegen, Problem aufwerfen, Lösung vorstellen. Einfachste Geschichte der Welt. Was brauchen wir noch? Ein emotionales Video. Wir sollten unser Why, unser Warum kommunizieren. Und nicht nur sagen, hier, hatten wir schon in der letzten Episode so ein bisschen, nicht nur, okay, was sind die Features meines Produkts, was kann das alles und so, sondern diese Vision rüberbringen und sagen, ey, warum machen wir das? Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, indem wir Awesome People Spaces erschaffen, damit jeder genau das Umfeld sich reinholen kann und die Unterstützung sich reinholen kann, um bestmöglich in seine Stärke zu kommen, seine eigenen Ziele zu verwirklichen und damit letztendlich ein Stück weit die Welt zu verändern. Aus meiner Sicht sind diese Awesome People Spaces the gateway, das Mittel, um die Welt zu verändern. Nicht mehr und nicht weniger. Und genau das kommunizieren wir auch. Genau das tragen wir auch nach draußen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Ganze ansteckt und warum wir jetzt nach 3 Tagen Crowdfunding bereits bei über 11.000 Euro stehen, bei 56% unserer Funding-Schwelle mit noch weiteren 10 Tagen to go. Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und das, weil Menschen sich mit dieser Vision identifizieren können, weil sie merken, Alter, da entsteht gerade was Großes. Ich will Teil von dem Ganzen sein. Was brauchen wir noch bei unserem Crowdfunding-Video? Natürlich sollten wir auch, wenn nach Möglichkeit, irgendwie das Produkt zeigen. Denn es ist ein bisschen blöd, wenn wir davon erzählen und man sieht es nicht. Wir wollen das auch sehen. Was natürlich bei uns mit dem Space natürlich simpel ist. Wir können einfach in den Räumlichkeiten sein und können sagen, yay, voll schön. Das ist der Raum, das sind die Workshops, das, das, hier ist die Yoga-Session und so weiter und so fort. Das können wir natürlich zeigen. Wenn wir ein physisches Produkt herstellen wollen, dann müssen wir Prototypen bauen. Oder zumindest, und natürlich auch hier wieder, wenn es nicht möglich ist, weil wir so ein großes Ziel haben, dass das nicht geht, dann können wir das zumindest zu unserem Markenzeichen machen und das nach draußen tragen. Angenommen, wir sagen jetzt, ey Leute, unsere Vision ist es, Menschen mit dem Segelboot, weiß ich nicht, zum Mond fahren zu lassen. Geht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwas, was nicht möglich ist. Dann machen wir eine kleine Animation oder basteln das oder sowas und zeigen dann so Schipper, 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 ah, auf dem Mond, yes, Jackpot. Das ist natürlich nicht real, aber das wirkt, das fördert, wollte ich sagen, trotzdem Emotionen zutage. Das erweckt Emotionen. Dann merken wir so, wow, okay, ja, ich kann mir das ein Stück weit bildlich vorstellen. Selbst wenn ich es jetzt hier nicht sehe, aber ich kann mir das bildlich vorstellen. Dementsprechend Produkt zu zeigen, das sollte natürlich eigentlich ein No-Brainer sein. Was brauchen wir noch? Die Einbeziehung unserer Crowd. Denn niemand will für irgendjemanden arbeiten. Niemand will dafür sorgen, dass der Traum von jemand anderem Realität wird. Aber was jeder will, ist,
den eigenen Traum zu verwirklichen. Ein richtig großes Ding gemeinsam schaffen. Jeder will Teil davon sein. Deswegen kommunizieren wir nicht und sagen, ey, unterstützt mal, damit wir unser Awesome People Space erschaffen können, sondern wir sagen, unterstützt mal, damit wir gemeinsam, wir alle, das Awesome People Space haben. Und das nicht für uns, sondern für uns. Das ist ein erheblicher Unterschied. Das ist ein richtig, richtig großer Unterschied. Was braucht unser Pitch-Video noch? Natürlich ein Call to Action am Ende. Macht nicht besonders viel Sinn, wenn wir vorstellen, ey, voll toll, so, und dann endet das Video. Sondern, wenn du willst, dass dieses große Projekt, dieser große Traum in die Realität umgesetzt wird, dann sei hier beim Crowdfunding dabei und lass uns das gemeinsam wuppen. Und dann gerne auch noch am Ende mit einer kurzen Einblendung, mit einer Endcard, irgendwie mit dem Link zur Crowdfunding-Kampagne und mit der Deadline der Crowdfunding-Kampagne. Wann endet die? Weil, dann können wir nämlich direkt unseren Crowdfunding-Trailer, den wir gemacht haben, für Facebook auch verwenden. Und auf Facebook solche kurzen Videos, und das ist direkt der nächste Step, kurz und knackig. Unser Video ist jetzt 2,39, damit glaube ich noch im Verhältnis von anderen mit anderen Crowdfunding-Videos noch recht lang. Also man kann auch gerne dazwischen 1 und 2 Minuten unterwegs sein. Ich würde mal sagen maximal 3, 3,5, das ist wirklich dann das Maximum. Dann können wir den direkt für Facebook verwenden und können den dort auch schön rumschicken. Alle Leute anhören, ey, kannst du den teilen, kannst du den teilen, kannst du hier deine Freunde markieren und schreib uns einen Kommentar, schreib uns ein Feedback und kannst es auf deiner Page sharen und so weiter und so fort, weil auf Facebook solche kurzen Videos mega gut funktionieren. Unser Trailer hat jetzt bei Facebook bereits über 6.000 Views. Über 6.000 Menschen haben den bei Facebook gesehen. Irgendwie 80 Leute haben den geteilt oder sowas. Wenn wir ein kurzes Video haben, was sehr, sehr knackig, sehr, sehr dynamisch, und das ist der nächste Step, dynamische Schnitte, nicht so ein langatmiges One-Take, ich quatsch mal 3 Minuten in die Kamera, das ist so ein bisschen dröge, so das. Das wirkt einfach nicht geil, sondern dynamisches Video, Schnitte, bam, 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 und dann guckt sich diese 2 Minuten an, ein bisschen wie so ein Actionfilm. Natürlich kommt es immer auf unser Produkt an. Wenn wir jetzt Crowdfunding machen für unsere neue CD als Opernsängerin, natürlich ist es da was anderes, klar, muss immer zum Projekt selber passen, aber auch da kann man es recht dynamisch schneiden, damit es kurzweilig wirkt und das dann wiederum letztendlich für Facebook natürlich super gut funktioniert. Ja, das waren die wichtigsten Dinge eines Crowdfunding-Videos. Im Prinzip ist es kein Hexenwerk. Es ist absolut kein Hexenwerk, erfordert ein bisschen Zeit, erfordert ein bisschen Planung, erfordert natürlich Herzblut und dann können wir, glaube ich, alle ein geiles Crowdfunding-Video auf die Beine stellen. Ich verlinke natürlich unterhalb unsere Kampagne und dort könnt ihr euch gerne auch, wenn ihr jetzt irgendwann in 3 Jahren auf dieses Video stoßt und es jetzt gerade nicht mehr Juni 2017 ist, dann könnt ihr natürlich gerne zur Kampagne zurückgehen, euch unser Video angucken und da direkt am Beispiel sehen, wie wir das umgesetzt haben. In diesem Sinne, frohes Crowdfunding und bis morgen zur nächsten Episode vom Crowdfunding-Tagebuch.